Kolleginnen und Kollegen, das ist heute ja nicht ohne Grund eine DGB-Kundgebung. Denn der DGB ist ja der Dachverband aller Gewerkschaften. Und von daher wird auch deutlich, dass nicht nur die Gewerkschaften, die ihre Mitglieder im Sozial- und Erziehungsdienst organisiert haben, sondern alle für die Aufwertung stehen. Und deshalb war heute eingeladen hier auch der Kollege Knut-Giesler von der IG Metall und zwar als Bezirksleiter Nordrhein-Westfalen. Er ist aber leider erkrankt. Sein Grußwort, was er uns gesendet hat, werde ich jetzt an dieser Stelle verlesen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man den Umfragen glauben kann, dann stehen 69% der Bevölkerung hinter den Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, die gerade um die Anerkennung ihrer Arbeit kämpfen. Von diesem Kampf sind auch viele Metallerinnen und Metaller betroffen, die ihre Kinder in kommunalen Kindergärten, leben. Auch aus dem Gespräch mit diesen Eltern habe ich mitgenommen, sie haben Verständnis für die Streitenden. Sie stehen hinter den Zielen eurer Auseinandersetzung. Deshalb erkläre ich hier, die IG Metall erklärt sich solidarisch mit den Erzieherinnen und Erziehern. Es geht um die Frage, was ist uns Erziehung unserer Kinder wert? Ich sage, Tagesstätten müssen mehr sein als Verwahranstalten für Sprösslinge, damit Mama und Papa ungestört ihrer Arbeit nachgehen können. Kinder brauchen qualifizierte Betreuung und qualifizierte Arbeit muss auch gut bezahlt werden. Ich sage den Erzieherinnen und Erziehern, vielen Dank, dass ihr unsere Kinder und Enkel nicht nur betreut, sondern dass ihr sie in den ersten wichtigsten Lebensabschnitt auf dieses Leben vorbereitet, kreativ, spielerisch, aber auch mit den neuesten Erkenntnissen von Psychologie und Ernährungswissenschaft, Bewegungsforschung und Pädagogik. Das ist eine anstrengende Arbeit. Das ist doch eine anspruchsvolle Arbeit und überall in der Tarifpolitik gilt, wenn die Ansprüche an die Beschäftigten wachsen, dann muss auch das Einkommen wachsen. Das ist nicht nur bei den Tarifverträgen der IG Metall so, das ist in allen Tarifverträgen so. Ich übermittle euch meine Grüße als Vertreter der Industriegewerkschaft. Ich bin überzeugt, die Industrie ist das Rückgrat unserer Wirtschaft. Ohne Industrie gibt es weder Wachstum noch Wohlstand. Deswegen müssen wir alles dafür tun, dass die Grundlagen für unsere Industrie erhalten bleiben. In unserem Modell Deutschland und was uns viele andere Länder beneiden, sind das Mitbestimmung, Tarifverträge und gut ausgebildete Fachkräfte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche euch, dass die Schlichtung in dem Tarifkonflikt für euch ein positives Ergebnis bringt. Der Arbeitskampf ist während der Schlichtung unterbrochen. Aber ihr heute in Köln und auch die anderen, die heute in Hannover, Dresden und Nürnberg demonstrieren, ihr macht deutlich, auch während der Schlichtung ist es möglich, sich bunt und lautstark für seine Forderungen zu engagieren. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei, die Metallspieler in der Reise.